Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe euch beim letzten Mal dieses Violetta-Buch vorgestellt, Mädchensache, Violettas Tipps für die Freizeit. Wie kann man seine Freizeit gut gestalten, wie kann man das finden, was zu einem wirklich passt, so wie bei Violetta ist das ja die Musik. Und da gibt es jede Menge Tipps. Ist man eher die Künstlerin, die Sportlerin, die Musikerin, die Wissenschaftlerin? Oder die Modedesignerin oder vielleicht noch irgendwas ganz anderes. Man soll sich selber einfach mal fragen, zum Beispiel, wenn du deine Freunde oder wenn deine Freunde dich immer darum bitten, dass du sie zeichnest, aber du selber dabei Langeweile empfindest, dann hast du dein Talent noch nicht gefunden. Du hast zwar Talent fürs Zeichnen, aber wenn dich das nicht begeistert, dann ist das auch nicht das Richtige. Solche Tipps stehen hier. Wenn du letztes Jahr gut im Tennis warst, aber dieses Jahr etwas anderes ausprobieren möchtest, dann hast du noch nicht die richtige Sportart gefunden. Wenn du Matheaufgaben super schnell löst, aber viel lieber zum Kunstunterricht gehst, dann hast du auch noch nicht dich richtig entschieden, noch nicht die richtige Richtung gefunden. Und hier ist ein Test. Hast du dein Hobby gefunden? Weißt du schon, in welche Richtung dich deine Träume führen werden? Diesen Test werde ich jetzt einfach heute mal ausprobieren. Ich habe dafür hier den Violetta-Stift. Den habe ich euch letztens schon gezeigt. Da kann man hier mit schreiben und dann mit diesem Stift das sichtbar machen. Ich will das nämlich nicht, dass die anderen das sehen, was ich hier ankreuze. Deswegen kreuze ich das heute mit diesem Stift hier an. Du sollst dich für einen Sport entscheiden. Du weißt genau, welchen Sport du machen willst. Du wählst dieselbe Sportart wie deine beste Freundin, damit du nicht alleine bist. Du hast verschiedene Sportarten ausprobiert, bist aber noch unentschieden. Bei mir ist es so, ich mache bestimmte Sachen gerne und das weiß ich auch genau. Nicht nur eine Sache, sondern auch verschiedene Sportarten. Deswegen, ich kreuze mal genau bei A an. Ich weiß genau, welchen Sport ich machen will. Mal schauen, ob man das jetzt sehen kann. Ja, da ist jetzt das Kreuz. Wie siehst du deine Zukunft? Du weißt genau, wie sie aussehen soll. Du hast viele verworrene Ideen. Du hast etwas Angst davor, weil du sie dir nur schwer vorstellen kannst. Also da ist es so, ich habe da viele verworrene Ideen und ich möchte mich da auch gar nicht so festlegen. Man weiß ja nie, wie die Zukunft wird. Angst haben braucht man nicht, finde ich, aber man sollte das auch noch nicht zu genau planen. Deswegen kreuze ich da mal B an. Auch nochmal schauen, ob man sieht. Ja. Dann kommt die nächste Frage. Alle deine Freunde spielen Volleyball. Du schwimmst lieber. Du spielst mit, um gesellig zu sein. Du spielst mit, obwohl du in Volleyball nicht besonders gut bist. Also ich schwimme lieber, aber um gesellig zu sein, würde ich eigentlich auch mal mitmachen. Nicht immer, aber damit man eben mit den Freunden zusammen sein kann. Und ich spiele mit, obwohl ich in Volleyball nicht besonders gut bin. Ich bin in Volleyball nicht besonders gut. Aber alle deine Freunde spielen Volleyball. Alleine schwimmen würde ich mal einmal machen. Und beim anderen Mal würde ich dann lieber mal Volleyball spielen, damit immer mal ein bisschen Abwechslung da ist. Was kreuze ich denn jetzt an? Du schwimmst lieber. Du spielst mit, um gesellig zu sein. Du spielst mit, obwohl du in Volleyball nicht besonders gut bist. Ja, dann kreuze ich da mal B an. Du spielst mit, um gesellig zu sein, weil ich ja auch gerne Zeit mit meinen Freunden verbringe. Und dann würde ich einfach mitspielen. Und am anderen Tag würde ich dafür dann schwimmen gehen. Im Theaterkurs bekommst du nicht die Hauptrolle. Umso besser, denn du hast mehr Zeit zum Tennisspielen, was du sowieso am liebsten machst. Da du nun viel Zeit hast, bietest du an, die Kostüme zu nähen. Du nimmst es gelassen, du warst gar nicht besonders scharf auf die Rolle. Die Hauptrolle im Theaterkurs. Ich glaube, die hätte ich auch gar nicht so gerne, die Hauptrolle im Theaterkurs. Da würde ich mich doch lieber mit den Kostümen beschäftigen. Nähen, das mache ich ja auch ganz gerne. Ihr wisst ja, Do-it-yourself-Inspiration. Deswegen, da du nun zu viel Zeit, ja, dann nehme ich B.
Kostüme nähen kann ich mir auch ganz spannend vorstellen. So, was machst du in deiner Freizeit? Du bist immer mit etwas beschäftigt. Du kannst dich oft nicht zwischen mehreren Möglichkeiten entscheiden. Du langweilst dich oft. Also ich langweile mich eigentlich fast nie. Ich bin eigentlich immer mit irgendwas beschäftigt. Da kreuze ich mal A an. Mal drehe ich ein Video, mal treffe ich mich mit Freunden. Also ich bin eigentlich immer mit irgendwas beschäftigt. Mal habe ich was zu lernen, zu lesen. Dann habe ich jetzt alle Fragen. Und ach, jetzt muss ich entscheiden, überwiegend A, überwiegend B oder überwiegend C. C hatte ich, glaube ich, gar nicht. Ich schaue noch mal. Ich hatte A, B, also einmal A, einmal B. Dann B, B also schon zweimal, B dreimal und da wieder A. Ich hatte also zweimal A und und dreimal B. Dann bin ich, glaube ich, hier dieser Typ. Überwiegend B in der Aufbauphase. Du interessierst dich für mehr als eine Sache. Das stimmt. Du hast viele Ideen, hoffe ich doch. Kannst dich aber manchmal nicht entscheiden. Das stimmt auch manchmal. Manchmal kann ich mich einfach nicht entscheiden, was ich machen soll. Ob ich jetzt das mache oder das. Und kopierst dann einfach deine Freunde. Ja, kopieren würde ich das jetzt nicht nennen. Mit zunehmender Erfahrung wirst du erkennen, was für dich das Richtige ist. Okay, wenn die mir das hier sagen, dann wird das wohl so sein. Aber ich glaube, das passt schon ganz gut. Ich kopiere zwar jetzt nicht meine Freunde, aber ich habe es ja eben gesagt, manchmal ist es ja auch einfach schön, das mit den Freunden dann mitzumachen. Deswegen finde ich das ganz gut. Aber zu... Wer ist das denn hier? Ich glaube, das ist der Broadway. Wenn das nicht so ist, dann könnt ihr es ja unten in die Kommentare schreiben. Ihr kennt euch ja meistens besser aus mit Violette als ich. War auf jeden Fall ganz lustig, diesen Test zu machen. Wenn ihr möchtet, dass ich noch weitere Tests hier drin mache oder sonst euch noch etwas in diesem Buch zeige, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Vielleicht soll ich ja auch mal Eva testen oder Nina oder Kahn. Das könnt ihr natürlich auch gerne unten reinschreiben. Ja, das war's dann auch schon aus dem Buch Violettas Tipps für die Freizeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, schaut auch unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!